No. Was ist los, alter Junge? Hey, viel los, Verräter. Ich wollte Luise überraschen. So. Bist du verrückt geworden, wenn er dich hier sieht? Willst du mich wirklich? Mit Haut? Und Haar? Das ist der Tag. Morgen Abend sind wir schon in Paris. Nur du und ich. Hoffentlich. Was hoffentlich? Wenn ich später komme, dann geh schon voraus ins Hotel. Wieso kommst du? Ich habe noch was zu erledigen. Mit Frau Reichel. Hey, was schleichst du hier rum? Dein Kostüm. Es muss in die Wäsche. Nerv nicht, ich bring's ja nachher. Ich bring's gleich. Das war doch Zoras Stimme. Du träumst. Was soll das heißen? Ihr wollt nach Paris. Ihr wollt abhauen. Aber die Saison ist erst übermorgen zu Ende. Zora und ich haben andere Pläne. Du weißt, was du zu tun hast. Ein Wort zu Magnus. Und was wird aus mir? Wir holen dich nach, ganz bestimmt. Hey! Wir werden wieder ein Team. Mir ist schon so spät. Ich wünsche uns Glück, ja? Holt ihr mich wirklich nach? Bestimmt. Ich glaub dir nicht. Na, meine Kätzchen, was ist los? Keine Lust mehr? Na komm schon, die Saison ist in 3 Tagen vorbei. Ich weiß, es war harte Zeit. Jetzt komm, los, bald ist Winterpause. Komm. Magnus, hast du mich jetzt erschreckt? Dreh Shiva nicht den Rücken zu. Sie ist heute giftig. Das sehe ich. Wo warst du? Bei den Kaskadeuren. Heu holen für die Hasen. Unseres war aus. Magnus, bitte nicht jetzt. Du
bist schlecht geschminkt. Und meinen Jungs stoße ich Bescheid, das läuft nächste Saison runter. Ja, das will ich hoffen. Ich habe ihr Wort drauf, sonst muss ich mich nach anderen Angeboten umschauen. Was Besseres als meine Kaskadeure werden Sie nicht kriegen. Ich mache den Vertrag heute fertig und schicke ihn morgen zu Ihnen ins Hotel rüber. Hallo, mein kleiner Ritter. Muss ich Sie sprechen? Riech mal. Mein Eisparfum. Riecht nach Meer. Gehen wir ins Hotel rüber? Ich habe was anderes vor. Vielleicht ziehe ich was Eigenes hoch. Du und was Eigenes. Das einzig Eigene, was du hochziehst, ist dein Ständer. Vergiss es. Ich würde dich wie eine Laus zerquetschen. Oder glaubst du, Bausch würde mit dir Chaoten einen neuen Vertrag machen? Ich meine es ernst. Ich erwarte dich nach der Vorstellung in meinem Hotelzimmer. Dann darfst du mich um Verzeihung bitten. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir meine wunderschöne Assistentin Zora. Und jetzt, sehr verehrtes Publikum, lassen wir uns überraschen. Ganz so aus, als ob meine Assistentin verspeist worden ist. Applaus für Zora. Das sie war. Hat sie wenigstens geschmeckt? Wie schwer ist es, eine Wohnung zu finden? Ich hab doch... Mist. Lena, dieser Verbrecher von einem Vermieter ist gerade dabei, meine Sachen auf die Straße zu stellen. Ich habe irgendwie verpennt, dass heute der erste ist. Ich muss unbedingt nach Hause. Was ist mit Copper? Thank you.
Ja, ein dritter Ritter. Ja, im Lunapark. Hören Sie, Frau Köller, ich konnte nicht länger warten. Wenn Copper auftaucht, dann soll er sich sofort bei mir melden, ja? Danke. Guten Morgen. Guten Tag, Krippel und Schlafen. Bausch, ich bin der Parkmanager. Wir haben miteinander telefoniert. Ihre Kollegen sind schon da. Okay. Das ist eine Katastrophe, ein Mord. So was gab's noch nie bei uns. Ist das die einzige Tür zur Dekoration? Ja. Wer hat den Schlüssel? Der Chef der Piratendekoration und die Chefs der anderen der Chateaumens haben einen Generalschlüssel, die kommen hier auch rein. Und der Tote? Louis Mercier? Der auch. Er war der Chef der Kaskadeure aus der Rittershow. Geht's auch ein bisschen heller, Herr Bausch? Wir arbeiten daran. Da drüben liegt der schwarze Ritter. Morgen. Morgen. Und? Wie sieht's aus? Von vorne erstochen. Ein Stich direkt ins Herz. Keine Spuren von irgendeinem Kampf. Morgen. Hier muss es passiert sein. Er hat sich dann noch ein paar Schritte darüber geschleppt und dann ist er zusammengebrochen. Und die Tatwaffe? Fehlt bis jetzt. Es könnte der Dolch gewesen sein, der zum Kostüm gehört. Sind das nicht Attrappen? Nein, der schwarze Ritter kappt während der Show seinem Gegner die Feder vom Helm. Der Dolch muss also scharf sein. Sehr scharf sogar. Und wann? Sicher seit gestern. Genaues kann ich dir erst nach der Obduktion sagen. Das ist eine Katastrophe. Ausgerechnet jetzt 3 Tage vor dem Ende der Saison. Alles ist voll mit Reiseveranstaltern, die fürs nächste Jahr buchen. Und Mord ist keine gute PR. Ja, Sie sagen es. Hatte Louis Ärger? Ärger? Ärger gab's mit ihm andauernd. Das ist einfach ein Chaot gewesen. Tja, aber die Frauen, die flogen halt auf ihn. Entschuldigung. Lena, schau mal. Das hat er in der Tasche. Sonst ist die Ausbeute recht mager. Nirgendwo Fingerabdrücke. Sieh dir noch mal die Tür an. Die ist zerkratzt. Sie sind immer noch nicht aufgetaucht? Nein. Wie soll ich denn jetzt so schnell einen Ersatz besorgen? Sagen Sie Magnus, es muss auch irgendwie ohne Sie gehen. Keine Show, kein Geld. Basta. Noch mehr Probleme? Diese Künstler. Einen Sack voll Flöhe hüten ist einfacher. Seit gestern ist die Assistentin vom Magier spurlos verschwunden. Wie heißt sie? Zora Jeschke. Entschuldigung. Unter? Copper, wo steckst du? Alles voller Leichen und du verschläfst. Tut mir leid, Lena. Ich bin tatsächlich aus meiner Wohnung geflogen. Mir war gar nicht klar, dass schon der erste war. Und die neuen Mieter standen auf der Schwelle. Weißt du, der Mietvertrag lief auf Mama. Und er war befristet. Und dann ist Mama weg. Ich muss da irgendwas verpennt haben. Copper, verschone mich. In einer Stunde bist du im Lunapark.
Echt? Das ist ja mal was Erfreuliches. Wir treffen uns. Beim Rafting. Das ist das Beste. Das ist doch der Wagen von Louis Mercier, oder nicht? Lena Unter, Kriminalpolizei. Und Sie sind? Sein Bruder, Thierry. Sie wissen, was passiert ist. Sie arbeiten auch als Kaskadeur? Ich trainiere die Pferde und die Männer und Louis kümmert sich um das Geschäftliche. Sie waren der Innen- und er der Außenminister. Und das ging gut? Wenn man sich eine Ewigkeit kennt. Sie sehen Ihrem Bruder gar nicht ähnlich. Leider. Hatte Louis eine Frau? Eine Freundin? Wenn er nicht gearbeitet hat? Wie sah sein Privatleben aus? Von März bis November. Jeden Tag 2 Shows. Am Wochenende 3. Da hat man keine Zeit für sowas. Die Assistentin des Magiers ist seit gestern verschwunden. Kannten die beiden sich? Hier kennt jeder jeden. Wann haben Sie Louis das letzte Mal gesehen? Gestern in der Nachmittagsshow. Was hat er danach gemacht? Er wollte zu Frau Reiche, die Produzentin unserer Show, wegen der Verträge für nächstes Jahr. Sie sind also nicht beim Park angestellt, sondern bei Frau Reiche. Angestellt? Wir sind Leibeigene. Ist die Nummer 1 im Geschäft. So sieht's aus. Mein Bruder hat sie sich als Callboy gehalten. Warum hat er das Spiel mitgespielt? Keine Ahnung, was da abging. Liebe war das nicht. Halten Sie es für möglich, dass... Der Frau traue ich alles zu. Wenn du das meinst. Ich muss jetzt in den Stall. Und was ist mit dem Hund? Philou, das ist Louis' Hund. Nehmen Sie ihn mit. Ich muss ihn versiegeln. Philou? Ja. Wie ist das eigentlich mit Ihrem Auge passiert? Das war ein Schwert. Louis' Schwert. Warum willst du das wissen? Einfach so. Aha. Frau Reiche? Odenthal, Kriminalpolizei. Danke. Einen Kaffee, bitte. Selbstverständlich.
Prost auf den Schock. Das mit Louis geht mir in die Nieren. Er war mein bestes Pferd im Stall. Ich sag Ihnen was. Sein Bruder war es, der Neidhame. Weil der nichts ist ohne Louis. Und Louis wollte sich von Thierry trennen. Und eine eigene Show hochziehen. Mit Thierry allein würde ich nie einen Vertrag machen. Louis wollte mir seine Entscheidung nach der Vorstellung mitteilen, aber er ist nicht gekommen, weil er schon tot war. Und Thorsten und Zaster bleiben bei Thierry, wenn das kein Motiv ist. Woher wollen Sie wissen, dass er schon tot war? War er nicht? Jedenfalls ist er nicht gekommen. Haben Ihre Vertragsverhandlungen mit Louis im Bett oder am Schreibtisch stattgefunden? Am Schreibtisch auch. Noch nicht probiert? So ein Knackarsch lasse ich mir doch nicht entgehen. Bitte? Wir werden Ihre Aussage zu Protokoll nehmen. Und dann brauche ich noch ein paar Haare von Ihnen. Von oben oder von unten? Ich nehme doch an, dass Sie Ihre Beine rasieren. Mhm. Die auch. Bitte sehr. Danke. Bitte schön. Die Show ist vorbei. Dort ist der Ausgang. Ich möchte zu Zora. Zora? Warum? Das erkläre ich ihr lieber selber. Warum geht es, Frau Kriminalhauptkommissarin? Um den Mord am Schwarzen Ritter? Soll ich Ihnen den Täter verzaubern? Gerne, wenn Sie das können. Dann würde ich zuerst meine Frau verzaubern. Zora ist Ihre Frau? Ja. Kannten sich Zora und Louis? Dort ist der Ausgang. Hör zu, Lena. Es ist nur vorübergehend. Eine riesige Wohnung. Und die paar Kisten. Ich meine, wir sind doch nicht nur beruflich, sondern auch menschlich. Madre mia. Hör mal, Lena. Hast du nicht auch manchmal das Alleinleben satt? Lena, du und ich, wir sind doch ein Spitzenteam. Katzo, das glaubt ihr mir nie. Koppa, na endlich. Ich habe eine Idee, wo du die nächste Zeit bleiben kannst. Wirklich? Du sollst, wenn du mich nicht kennst.
Entschuldigung. Oh ja. Also wenn das von uns beiden gut wird, kaufe ich das für die Küche. Welche Küche? Na, irgendeine Küche. Also, ein Stuntman von der Rittershow ist erstochen worden. Louis Mercier in der Piratendeko. Wie sinnvoll. Diese Artisten sind ein spezielles Volk. Die lassen nichts raus. Vorerst möchte ich nicht, dass die merken, dass wir zusammenarbeiten. Ich möchte, dass du dich hier unter die Gaukler mischt. Ich werde dafür sorgen, dass die Parkleitung dich als Mitarbeiter einstellt. Echt? Super. Und du? Wohnst du auch hier? Nee, wieso? Also ich mach das nur, wenn du hier im Hotelquartier beziehst. Hast du etwa Angst? Nein, aber wir könnten ein leichter Kontakt halten. Komm, ein Tapetenwechsel. Tut dir auch mal gut. Okay, mal sehen. Scheiße. Du holst jetzt jedenfalls deine Sachen und dann meldest du dich bei Herrn Bausch in der Parkverwaltung. Alles andere regle ich. Kann ich mir einen Job aussuchen? Nix da, du wirst Raubtierfütterer. Eine schöne Idee mit dem Rafting. Nicht wahr? Das hat Lena uns gerade reingeschickt. Zora Jeschke. Hübsch. Lena muss wissen, ob diese Frau schon zur Fahndung ausgeschrieben ist. Ihr Mann vermisst sie nämlich. So ein Zauberer. Wenn nicht, schreiben wir sie zur Fahndung aus. Oh Gott, ist die Hilfe auch tot. Das arme Ding. Man muss mit allem rechnen. Lena meinte noch, sie und Kopper würden über Nacht im Park bleiben. Ja. Die Venus steht heute im dritten Haus. Also ich wieder nichts gesagt habe. Aber der Herr Kopper hat heute Morgen die Schlüssel von der Frau Odenthal hier abgeholt, weil er angeblich ein paar Sachen bei ihr unterstellen müsst. Kopper und Lena? Ja, ich hab's immer geahnt. Und der Adonis wurde mit einem einzigen Stückchen Zars getötet. 15 cm tief. Das passt zu dem Dolch, der an seinem Kostüm fehlt. Er hatte bei seinem Auffinden eine Körpertemperatur von 22 Grad Celsius. Daraus ergibt sich rechnerisch, dass der Tod etwa zwischen 14 und 15 Uhr erfolgt sein müsste. Das kann doch gar nicht sein. Der Tote hat doch noch bis 16 Uhr eine Vorstellung gegeben. Bist du sicher? Ganz sicher. Dafür gibt es Zeugen. Vielleicht ist der Tatort nachts extrem kalt. Jedenfalls ist er dann unmittelbar nach dieser Vorstellung umgebracht worden. Später kommt aufgrund der Temperaturanalyse eigentlich nicht in Frage. Na, wenigstens ein exakter Todeszeitpunkt. Wenn sonst schon nichts klar ist. Und was ist mit dieser Haarlocke? Kannst du mir den Befund faxen? Ausnahmsweise? Ungern. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Kann ich sonst noch was für Sie tun? Die Computerbilder, die bei den Fahrtaktionen von den Besuchern gemacht werden, werden die gespeichert? Zwei Tage auf der Festplatte und dann werden sie gelöscht. Ich hätte gerne die von gestern Nachmittag nach 4 Uhr. Ja, gerne. Ach, und noch etwas. Es meldet sich ein Hauptkommissar Kopper bei Ihnen. Ich möchte, dass Sie ihn beim Personal einschleusen. Beim Personal? Die Assistentin des Marius ist doch verschwunden. Ihr Kollege als Assistentin? Ja, geht das überhaupt? Ich meine, rein optisch? Ich dachte eigentlich eher als Raubtierpfleger oder so etwas.
Ja, sehen Sie denn einen Zusammenhang zwischen dem Mord und dem... Mein lieber Bausch, wo bleiben die Verträge? Frau Reiche, Sie wissen jetzt ganz genau, dass ich... Ja, aber es eilt. Ich werde morgen in Paris erwartet. Den Schock haben Sie ja gut überwunden. Schließlich ist Ihr bestes Pferd im Stall tot. Tot und schon beim Abdecken. C'est la vie. Frau Unenthal, ich mache alles wie besprochen. Bitte entschuldigen Sie mich, bitte. 407 und die Telefonrechnung, bitte. Sie würden mich ja so gern festnehmen. Wann fragen Sie mich denn nach meinem Alibi? Frau Reiche, wo waren Sie gestern zwischen 16 und 17 Uhr? Allein? In meinem Zimmer? Ich würde Sie wirklich liebend gern festnehmen. Aber hätten Sie vielleicht erst ein klitzekleines Geständnis für mich? Ich habe noch nicht mal ein klitzekleines Motiv. Immerhin wollte Ihr Hengst den Stall wechseln. Ich war viel zu beschäftigt, um ihn umzubringen. Ich habe von kurz vor 4 bis 5 Uhr telefoniert mit meinem Anwalt in Frankfurt, Dr. Dankwart. Rufen Sie ihn an. Schönen Tag noch, Frau Hodenthal. Ja, runter? Herr Keller, also Frau Hodenthal, diese Frau Jeschke ist nicht vermisst gemeldet. Die Fahndung läuft jetzt auch auf der französischen Seite, so wie Sie es gesagt haben. Sehr gut. Der Mann von dieser Frau Jeschke ist übrigens bei uns im Computer. Ach. Eine Anzeige wegen Körperverletzung. Sie hat im August im Park einen zusammengeschlagen. Genau. Eifersucht. Gute Arbeit, Frau Keller. Danke. Ich melde mich wieder, ja? Was machen Sie da? Herr Bausch schickt mich. Ich soll für Sie arbeiten. Und deine Zauberassistentin stelle ich mir was anders vor. Femininer? Dünner. Dümmer? Dümmer. Auf keinen Fall. Hör mal. Mario. Wenn Bausch will, dass du hier arbeitest, dann geh nach draußen und miste die Käfige aus. Verstanden? Was willst du? Aber noch etwas. Hier hinter der Bühne hast du nichts verloren. Kapiert? Keine Angst. Ich plaudere keine Tricks aus. Tricks? Es geht hier um Geheimnisse. David, wir müssen nachher den Abwurf nochmal besprechen. Denk daran, sowas kann ins Auge gehen. Ich habe dich schon gesucht. Ich muss noch mal in Louis' Wohnwagen. Der ist noch versiegelt. Da sind wichtige Sachen für unsere Show drin. Tut mir leid. Ich kann Sie da nicht reinlassen. Louis muss unmittelbar nach der Vorstellung umgebracht worden sein. Er ist gleich nach der Show verschwunden. Höchstwahrscheinlich zu Frau Reiche. Und Sie?
Ich war im Stall. Allein. Sie hat dir gesagt, dass ich es war, stimmt's? Frau Reich hat jedenfalls ein Alibi. Und ich nicht. Was glaubst du? Du glaubst auch, dass ich es war. Ich denke, dass Sie den Tod Ihres Bruders ziemlich gelassen hinnehmen. Gelassen? Was weißt du denn? Soll ich hier rumheulen oder was? Ich habe die letzten Jahre hier die Knochenarbeit gemacht. Die Pferde eingeritten, die Männer ausgebildet. Er hat sich einen Lenz gemacht. Ziemlich beschissene Arbeitsteilung. Findest du nicht auch? Was war nach der letzten Vorstellung? Hat Luca sein Pferd in die Hand gedrückt und ist verschwunden. In voller Montur. Mist. Sie hat ein Eisen verloren. Das hat mich immer zur Weißglut getrieben. Wenn er mit dem Kostüm weg ist und ich es dann suchen konnte, wo er es hingeschmissen hat. Wir haben nur zwei. Und wenn das eine Kostüm nach der ersten Show nicht gleich gewaschen wird, dann ist es zur übernächsten Show nicht trocken. Ich hab's. Bringt das Glück? Wenn du dran glaubst. Louis wollte aussteigen. Was Neues anfangen. Ohne sie. Wer sagt das? Frau Reiche. Sie lügt. Louis wäre nie ohne mich weggegangen. Soll mit Filou werden? Der frisst nichts mehr, seit Louis tot ist. Ins Tyrann. Und da geht er ein. Dann lieber gleich einschläfern lassen. Wenn man sein Herz an einen Idioten hängt. Hallo? Ich bin... Wissen wir. Hat irgendjemand von Ihnen gestern Louis noch mal gesehen nach der Show? Wir können dir auch nicht mehr sagen als Thierry. Louis geritten und danach verduftet.
Was könnte er denn in der Piratendekoration gemacht haben? Pinkeln. Sonderlich beliebt scheint Louis bei euch ja nicht gewesen zu sein. Louis war einer von uns. Und wehe, wenn ich den in die Finger kriege, der ihn abgestochen hat. Aber du, du hast Thierry auf dem Kieker. Weißt du, wir riskieren hier jeden Tag Kopf und Kragen. Da weiß man, auf wen man zählen kann. Und auf Louis konnte man nicht zählen. Louis war ein Chaot. Der hat manchmal mehr draufgehauen, als eigentlich nötig war. Oder er hat improvisiert. Und das nervt. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie jetzt noch störe, aber Sie wollten doch die Fotos von den Fahrgeschäften. Immer herein. Ich habe festgestellt, dass es auch für mich sehr interessant ist, diese Bilder ein bisschen zu studieren. Wissen Sie, ich kann ja schließlich nicht die Augen überall haben. Hier zum Beispiel, da raucht ein Mitarbeiter. Das ist total gegen unsere Philosophie. Sehen Sie, wir wollen die Menschen verzaubern. Da wird nicht geraucht. Da haben uns die Amerikaner was voraus. Interessant. Was hast du gesehen? Du hast gar nichts gesehen. Seltsam, das passiert eigentlich auch nie. Was? Nie dürfen im Luna Park zwei Mäuse an der gleichen Stelle zu sehen sein. Das zerstört die Illusion der Kinder und die ist uns heilig. Heilig? Ja, es ist nämlich so, in Wahrheit laufen 17 Mäuse durch den Luna Park nach einem festen Plan, so dass sie sich nie begegnen. Interessant.
Hey. Bleib mir von den Katzen weg, ja? Klar, Chef. Morgen, Frau Hohenthal. Ah, guten Morgen, Herr Bausch. Sie hatten recht, es fehlt tatsächlich seit vorgestern ein Mäusekostüm. Ein perfektes Versteck. Stimmt's? Wahrscheinlich keinen Fleck hier im Park, wo nicht geknipst und gefilmt wird. Eine gigantische Informationsquelle. Wenn man nur dran käme. Einen Augenblick. Sehr verehrte Mitglieder des Kütikofener Kegelclubs, Ihr Besuch bei uns geht heute zu Ende. Leider. Aber wir haben etwas ganz Besonderes für Sie ausgedacht. Und zwar einen Wettbewerb für die schönste Videoaufnahme im Park. Der Gewinner wird in der kommenden Saison eine Woche lang unser Ehrengast sein. Ich darf Ihnen auch gleich an der Stelle die Leiterin der Jury vorstellen, und zwar Frau Lena Odenthal. Entschuldigung. Na endlich. Du wolltest doch Haare von Zora. Hast du dir den Tigern aus dem Maul gerupft? Einfach aus Zoras Haarbürste. Die sind doch gar nicht blond. Bingo. Sie trägt nämlich nur in der Show eine blonde Perücke. Die Haarlocke in Louis' Kostüm war von Zora. Und weißt du auch warum? Weil die beiden ein heimliches Liebespaar waren. Aber der echte Knaller ist das hier. Was ist das? Gestern Nacht kam der Clown Charlie zu Magnus. Aber der Clown Charlie ist stumm. Er hat das hier aufgeschrieben. Magnus hat den Zettel zwar verbrannt, aber er hat sich aufs nächste Blatt durchgedrückt. Das ist der Beweis, dass Charlie... Sie haben Louis Mercier vorgestern nach 16 Uhr nicht mehr gesehen. Mercier kenne ich nicht. Ich arbeite nämlich erst seit gestern hier. Guten Morgen, Frau Kriminalhauptkommissarin. Wollen Sie zusehen? Das ist die letzte Vorstellung in dieser Saison. Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Daniele, die letzte Vorstellung dieser Saison. Da meine Assistentin Zora leider verhindert ist, begrüßen Sie mit mir meine bezaubernde Aushilfe, Mario. Ein Applaus für Mario. Ich habe dich gesehen. Aber da heute der letzte Tag ist und ich meinen Mitarbeiter ab morgen nicht mehr brauche, habe ich beschlossen, ihn auf offene Bühne zu zersägen. Eigentlich wollte ich Mario vor ihren Augen schweben lassen. Doch sein Gewicht widersteht selbst der größten Zauberkunst. Ich finde das überhaupt nicht komisch. Ist es auch nicht.
Mann, Koffer, das sah verdammt echt aus. Dieser Fall ist so gut wie gelöst. Magnus war's. Und ich wette, er hat seine Alte an die Kätzchen verfüttert. Er ist übrigens vorbestraft. Wegen Körperverletzung. In diesem Fall wäre es mir lieber, zukünftig als Zuckerwattenverkäufer arbeiten zu können. Danke. Tja, das geht leider nicht. Wenn ich das hier richtig deute, dann hat Charlie Magnus und Tatort gesehen. Und will ihn wohl damit erpressen. Du darfst Magnus jetzt nicht mehr aus den Augen lassen. Wo lässt du noch unseren einzigen Zeugen verschwinden? Du solltest einen Gebärdendolmetscher einfordern, um diesen Charlie zu interviewen. Ich bin mir sicher, Magnus hat Louis und seine Frau umgebracht. Das mit Louis leuchtet ein, aber Zora. Magnus hat ein Alibi. Er stand auf der Bühne, vor 300 Leuten. Sicher war ein Trick dabei. Unter? Friedrich hier. Guten Tag. Ich habe Neuigkeiten. Man hat gerade die vermisste Zora Jeschke gefunden. Tot oder lebendig? Ziemlich lebendig. Auf dem Weg nach Paris. Okay, danke. Lena Unter, Kripo Ludwigshafen. Und Sie sind Zora Jeschke. Sie sind eine wichtige Zeugin im Mordfall Louis Mercier. Was? Sie wussten nicht, dass er tot ist? Nein. Sie hatten ein Verhältnis mit ihm? Und Sie hatten Angst vor Ihrem Mann? Wusste er davon? Magnus hätte mich umgebracht, wenn er Hat er? Möglich. Warum sind Sie davongelaufen? Louis und ich wollten zusammen weg. Aber er ist nicht gekommen. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte, als er nicht kam. Seit wann kannten Sie ihn? Vor 10 Jahren haben wir uns kennengelernt. Ich war gerade 17. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und wann haben Sie Magnus geheiratet? Letztes Jahr. Ich hatte Probleme mit meinem Aufenthalt in Deutschland. Und dann ist Louis wieder aufgetaucht. Ja, dann. Und alles fing von vorne an. Heimlich. Wissen Sie, Magnus ist wahnsinnig eifersüchtig und jetzt auch nicht. Er hat Charlie die Zähne eingeschlagen, ich weiß. Dabei war da gar nichts mit Charlie. Wann haben Sie Louis das letzte Mal gesehen? Vorgestern, vor meinem letzten Auftritt. Trauen Sie Magnus einen Mord zu?
Wie weist man einem Magier einen Mord nach? Keine Tatwaffen, keine Tatzeugen, keine Spuren. Bitte kommen Sie mit mir zurück in den Park. Auf gar keinen Fall. Sie kennen die Tricks von Magnus. Die Verstecke, die doppelten Böden. Sie müssen mir helfen. Ich will nicht. Kommen Sie. Sie brauchen vor Magnus keine Angst zu haben. Ich werde dafür sorgen, dass Sie ihm nicht begegnen. Hören Sie, ich will nicht. Und für Louis? Zora Jeschke. Das ist die Frau. Wann ist sie vorgestern hier angekommen? Punkt 4 Uhr. Warum sind Sie sich da so sicher? Sie wollte ein Abendessen. 4 Uhr nachmittags, muss man sich mal vorstellen. Da hat sie gesessen. Später ist sie nur noch auf ihrem Zimmer rumgegangen, hat scheint auf jemanden gewartet. Sind Sie sicher, dass er nicht da ist? Keine Sorge. Mein Kollege passt auf ihn auf. Ich habe ihn gefunden. Der Dolch gehört an Louis' Kostüm. Sauber abgewischt. Magnus ist im Anmarsch. Ich konnte ihn nicht länger aufhalten. Ich will ihn nicht sehen. Keine Angst. Wir haben die Tatwaffe. Das reicht für eine Festnahme. Herzlich willkommen. Was wollen Sie von mir? Die Tatwaffe wurde im Käfig bei Ihren Tigern gefunden. Was? Ich habe Louis nicht umgebracht. Sie muss es gewesen sein. Wer sie? Zora weiß. Ihre Frau hat im Gegensatz zu Ihnen ein Alibi für die Tatzeit. Und sie hat Louis geliebt. Streifenwagen kommt gleich. Tja, Meister, jetzt geht's ab ins Präsidium. Du warst mir vom ersten Moment an suspekt. Sie mir auch, Meister. Glauben Sie mir, ich hatte keine Ahnung davon, dass Sie mich mit Louis betrügt. Als sie mitten aus der Show verschwunden ist, dachte ich, das ist ein böser Scherz. Irgendwann kam ein Anruf.
Ich sollte in der Piratendeckung nachsehen. Von wem? Ich weiß nicht. Klang wie Mickey Mouse. Kenn ich. Luftballon lass einatmen und dann sprechen. Kommt gut. Und dann? Als ich in die Deko kam, lag Louis bereits tot da. Wenn es so gewesen wäre, warum haben Sie dann geschwiegen? Ich bin vorbestraft wegen Körperverletzung. Wer würde mir glauben, wenn man mich neben dem toten Louis finden würde? Niemand, Meister. Traus oder nicht. Sie ist wie eine Raubkatze. Niemals bist du vor ihr sicher. Also, Lenchen, ich finde, wir haben uns eine letzte Nacht im Park redlich verdient. Ich werde mir jetzt ein Zimmer im Hotel nehmen und dann meine Tierpflegervergangenheit abduschen. Und dann fahren wir beide nochmal ganz gemütlich in der Spacebahn. Und sag mal, Kopper, hattest du eigentlich Angst vor den Tiger? Shiva ist schon eine heiße Tante. Da war ich schon froh, dass beim Käfig sauber machen ein Gitter zwischen uns beiden war. Warte mal. Du hast die Käfige sauber gemacht. Ja. Warte mal, wo wir den Dolch gefunden haben. Nicht im Tigerkäfig. Klar, doch. Genau da. Ich habe das Stroh komplett ausgetauscht. Da war nichts. Magnus ist doch nicht verrückt. Versteckt die Tatwaffe im Käfig und sagt mir dann, ich soll das sauber machen. Allerdings. Dann muss Zora dir den Dolch untergejubelt haben. Wäre sie die Täterin? Herrgott, nochmal. Aber warum? Und wie hat sie das gemacht? Bis vier reitet Louis in der Arena. Und pünktlich um vier sitzt sie unter Aufsicht im Hotel Kraft. Vielleicht kann sie auch. Zaubern? Nee, nee, mein Lieber. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Draußen auf dem Meer, deinem Mondenschein. Papa? Ich hab was. Hey, Papa! Mach auf! Das musst du dir unbedingt ansehen. Frau Hodenthal, endlich fündig geworden. Naja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Der Eindruck täuscht. Dieser Mann ist eine Offenbarung im Bett. Wenn das so ist, freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Machen Sie sich keine Hoffnung. Der steht nur auf attraktive Frauen. Was war das denn? Die nymphomane Produzentin der Rittershow. Hat leider ein Alibi. Aber schau dir mal das an. Das sind alles Amateurvideos. Bausch hat einen Wettbewerb für die Besucher des Parks veranstaltet, um sie mir zu beschaffen. Ist doch eigentlich ganz gemütlich. So, Wand an Wand. Findest du nicht? Pass auf. Das hier ist Louis' letzter Auftritt. Das ist es. Aber daran stirbt man nicht. Nein, natürlich nicht.
Aber das Kostüm, was die Leiche trug, war nicht zerrissen. Das hier ist nicht Louis. Na da, guck mal, schau. Der letzte Abend. Morgen verstreut sich die Truppe in alle Winde. Es gibt alle Kostüme doppelt, sagt Thierry. Wenn der Tote das eine angehabt hat, dann muss sein Mörder das zweite angehabt haben. Und ist für Louis die Show mitgeritten. Aber warum reitet der Mörder verkleidet das Turnier mit? Nur damit Louis Tod nicht gleich auffällt? Wir gehen die ganze Zeit von einem falschen Todeszeitpunkt aus. Fragen nach den falschen Alibis und so weiter. Ganz schön raffiniert. Was ist das hier? Du wärst ein Einbrecher. Das dachte ich von Ihnen auch. Sind Sie okay? Wir suchen das Ersatzkostüm von Louis. Das suche ich auch. Wir hätten es dringend für die Show gebraucht. Das ist hier nicht. Darum wollte ich ja einen Louis Wohnwagen. Dann werden wir den jetzt mal unter die Lupe nehmen. Warum suchst du das Ersatzkostüm? Erinnern Sie sich an Ihren letzten Kampf mit Louis? Wir haben ein Video davon gesehen. Sie haben ihn am Arm getroffen. Allerdings war Louis zu diesem Zeitpunkt schon längst tot. Aber er ist doch nicht. Wenn Louis in der Show geritten wäre, dann hätte sein Kostüm zerrissen sein müssen. Das Kostüm ist aber völlig in Ordnung. Das gibt's doch gar nicht. Es ist aber so. Und die Gerichtsmedizin geht davon aus, dass er zwischen 2 und 3 gestorben ist. Und nicht nach 4. Sind Sie sich sicher, dass Sie in der Show Ihren Bruder gesehen haben? Naja, in voller Montur und so. Gesehen habe ich ihn nicht. Er ist kurz vor der Show aufgetaucht, hat sich sein Pferd geschnappt und ist reingeritten. Wo ist das verdammte Kostüm? Vielleicht sollten wir erstmal darüber nachgrübeln, wer drin gesteckt hat. Frau Reiche scheidet wieder mal aus. Sie reitet nicht auf Pferden. Und Magnus stand zu diesem Zeitpunkt auf der Bühne, vor Publikum. Mhm. Ohne Zora. Nehmen wir mal an, Louis hat plötzlich gekniffen. Er hat Zora getroffen und gesagt, sorry Baby, wir hatten eine schöne Zeit. Aber durchbrennen ist mir zu anstrengend. Außerdem hat mich Frau Reiche an den Eiern. Er lässt sie ein zweites Mal sitzen. Kann es sein, dass sie dann ausgerastet ist? Das glaube ich nicht. Dann wäre sie für Louis die Show geritten. Geht das überhaupt?
Und die Wirtin bezeugt, dass sie um 4 Uhr im Gasthof war. Da war die Rittershow gerade zu Ende. Sie wird ja wohl kaum dorthin geflogen sein. Zora ist unschuldig. Glaub mir das. Das sind doch alles Verdächtigungen. Wo sind die Beweise? Wo sind die Zeugen? Wo ist das Kostüm? Und wie sollte Zora in der Show mitreiten und gleichzeitig im Hotel sein? Und jetzt rennt er schnurstracks zu Zora. Hoffentlich. Und du lässt ihn jetzt nicht mehr aus den Augen. Und ich suche dieses bekloppte Kostüm. Was hast du denn? Ich bin Zora. Kennst du mich nicht mehr? Was ist denn los mit ihm? Soll ich es dir gleich hier draußen sagen? Nein, komm rein. Platz! Das war in Rom. Da habe ich Louis das erste Mal gesehen. Und ihn und Thierry engagiert für eine neue Rittershow. Ohne sein Betthäschen. Die war noch keine 18. Abgehauen vom russischen Staatszirkus. Ritt wie der Teufel. Louis hat sie brav sitzen lassen. Und als Zora nach 10 Jahren wieder auftaucht? Ja, allerdings mit Ehemann. Da lief nichts mehr. Louis war kein Held. Und Magnus ist berühmt für seine brutale Eifersucht. Trotzdem wollte Louis mit Zora gemeinsam... Ach, Quatsch. Der wollte vielleicht seinen Spaß haben. Was glauben Sie, geilt einen Mann mehr auf als eine Frau, die er nicht kriegen kann? Louis hat ihr sicher alles erzählt, um sie weich zu kriegen. Und dann? Dann fickt sie's romantischer. Und das war's. Ich bin nicht zynisch, nur realistisch. Aber wem sage ich das? Sie sehen auch nicht aus, als ob sie sich vollsitzen lassen. Hängen Sie sich nie an einen Mann. Auch nicht an so einen Bringer im Bett wie der von gestern Abend. Dann dreht man auch nicht durch, wenn man allein dasteht. Wie Zora. Sie war's, habe ich recht? Verdammt, ich kann's doch gar nicht gewesen sein. Ich habe ein Alibi. Der Hund irrt sich nicht. Ich habe Louis doch geliebt. Vielleicht gerade deswegen.
Ich habe dich getroffen. Meine Schuld. Ich bin aus der Vorstellung abgehauen in die Piratendeko und habe da auf Louis gewartet. Als er kam, hat er gesagt, dass er nicht mitkommt. Ich dachte, nochmal überlebe ich das nicht. Und da hatte ich den Dolch in der Hand. Als ich merkte, dass er tot ist, bin ich auf einmal ganz kalt geworden. Ich wollte nicht ins Gefängnis. Deshalb bin ich für ihn mitgeritten und als Luna Parkmaus aus dem Park verschwunden. Thierry. Du wirst mich doch nicht verraten, oder? Ich hab nur noch dich. Und Sie sind wirklich sicher, dass es genau 4 Uhr war? Ja, 100%. Ich habe mich nämlich noch gewundert. Ich habe gedacht, es ist schon später. Eine Armbanduhr tragen Sie nicht? Nö. Und praktisch Spülwasser und so. Mhm. Aber die ist doch groß genug, oder? Und? Was machen die Schöne und das Biest? Thierry ist drin verschwunden. Seitdem ist Funkstille. Thierry wird dir erzählen, dass wir hinter dem Kostüm her sind. Wenn wir Glück haben, wird sie unsicher. Und überzeugt sich nochmal davon, dass sie es sicher entsorgt hat. Mario? Na? Habe ich was verpasst? Nichts. Sie hat nicht angebissen. Mist. Das macht mich nervös, dass heute ein Wagen nach dem anderen auf Nimmerwiedersehen hier rausrollt. Wir brauchen das Kostüm. Weißt du was, Copper? Wir sollten Zora mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ja, hallo? Ich hab das Kostüm. Und diese 10.000 Mark dafür. Wer ist denn da? Luna Parkmaus. Wer war dran? Die Verwaltung, ich soll wegen der Abrechnung kommen.
Ein gutes Versteck. Schade. Ich glaube, ich meine, vielen Dank für Ihr, ich meine, für Ihre Hilfe. Ich nicht so ungut. Wenn ich irgendwas für Können Sie tun kann. Wenn Sie noch einmal die Spacebahn für uns anwerfen. Eine Runde und Sie sind uns los. Tja, Lena, die Stunde der Wahrheit ist jetzt wohl gekommen. Sag mal, Papa, was wird das jetzt hier? Bevor wir nach Hause fahren, solltest du eines wissen. In deiner Wohnung. Was ist in meiner Wohnung? Tja. Also ich weiß auch nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich wusste einfach nicht, wohin mit meinen Kisten. Also, deine Wohnung ist zurzeit auch meine Wohnung. Was, Papa, bist du verrückt? Ja. Nein. Oh! Das dachte ich von Ihnen auch. Sind Sie okay? Wir suchen das Ersatzkostüm von Louis. Das suche ich auch. Wir hätten es dringend für die Show gebraucht. Das ist hier nicht. Darum wollte ich ja einen Louis-Wohnwagen. Dann werden wir den jetzt mal unter die Lupe nehmen. Warum suchst du das Ersatzkostüm? Erinnern Sie sich an Ihren letzten Kampf mit Louis? Wir haben ein Video davon gesehen. Sie haben ihn am Arm getroffen. Allerdings war Louis zu diesem Zeitpunkt schon längst tot. Aber er ist doch nicht. Wenn Louis in der Show geritten wäre, dann hätte sein Kostüm zerrissen sein müssen. Das Kostüm ist aber völlig in Ordnung. Das gibt's doch gar nicht. Es ist aber so. Und die Gerichtsmedizin geht davon aus, dass er zwischen 2 und 3 gestorben ist. Und nicht nach 4. Sind Sie sich sicher, dass Sie in der Show Ihren Bruder gesehen haben? Naja, in voller Montur und so. Gesehen habe ich ihn nicht. Er ist kurz vor der Show aufgetaucht, hat sich sein Pferd geschnappt und ist reingeritten. Wo ist das verdammte Kostüm? Vielleicht sollten wir erstmal darüber nachgrübeln, wie er drin gesteckt hat. Frau Reiche scheidet wieder mal aus. Sie reitet nicht auf Pferden. Und Magnus stand zu diesem Zeitpunkt auf der Bühne, vor Publikum. Ohne Zora. Nehmen wir mal an, Louis hat plötzlich gekniffen. Er hat Zora getroffen und gesagt, sorry Baby, wir hatten eine schöne Zeit, aber durchbrennen ist mir zu anstrengend. Außerdem hat mich Frau Reiche an den Eiern. Er lässt sie ein zweites Mal sitzen. Kann es sein, dass sie dann ausgerastet ist? Das glaube ich nicht. Dann wäre sie für Louis die Show geritten. Geht das überhaupt? Und die Wirtin bezeugt, dass sie um 4 Uhr im Gast... Was? Nie dürfen im Luna Park 2 Mäuse an der gleichen Stelle zu sehen sein.
Das zerstört die Illusion der Kinder und die ist uns heilig. Heilig? Ja, ist nämlich so, in Wahrheit laufen 17 Mäuse durch den Luna Park nach einem festen Plan, so dass sie sich nie begegnen. Interessant. Hey. Bleib mir von den Katzen weg, ja? Klar, Chef. Morgen, Frau Hohenthal. Ah, guten Morgen, Herr Bausch. Sie hatten recht, es fehlt tatsächlich seit vorgestern ein Mäusekostüm. Ein perfektes Versteck. Stimmt's? Wahrscheinlich keinen Fleck hier im Park, wo nicht geknipst und gefilmt wird. Eine gigantische Informationsquelle, wenn man nur dran käme. Einen Augenblick. Sehr verehrte Mitglieder des Königshofener Kegelclubs, Ihr Besuch bei uns geht heute zu Ende. Leider. Aber wir haben etwas ganz Besonderes für Sie ausgedacht. Und zwar einen Wettbewerb für die schönste Videoaufnahme im Park. Der Gewinner wird in der kommenden Saison eine Woche lang unser Ehrengast sein. Ich darf Ihnen auch gleich an der Stelle die Leiterin der Jury vorstellen, und zwar Frau Lena Odenthal. Entschuldigung. Na endlich. Du wolltest doch Haare von Zora. Was war das denn? Die nymphomane Produzentin der Rittershow hat leider ein Alibi. Aber schau dir mal das an. Das sind alles Amateurvideos. Bausch hat einen Wettbewerb für die Besucher des Parks veranstaltet, um sie mir zu beschaffen. Ist doch eigentlich ganz gemütlich. So. Wand an Wand. Findest du nicht? Pass auf. Das hier ist Louis' letzter Auftritt. Das ist es. Aber daran stirbt man nicht. Nein, natürlich nicht. Aber das Kostüm, was die Leiche trug, war nicht zerrissen. Das hier ist nicht Louis. Na da, guck mal, schau. Der letzte Abend. Und morgen verstreut sich die Truppe in alle Winde. Es gibt alle Kostüme doppelt, sagt Thierry. Wenn der Tote das eine angehabt hat, dann muss sein Mörder das zweite angehabt haben. Und ist für Louis die Show mitgeritten. Aber warum reitet der Mörder verkleidet das Turnier mit? Nur damit Louis' Tod nicht gleich auffällt?
Wir gehen die ganze Zeit von einem falschen Todeszeitpunkt aus. Fragen nach den falschen Alibis und so weiter. Ganz schön raffiniert. Ist das hier? Wie hat sie das gemacht? Bis 4 reitet Louis in der Arena. Und pünktlich um 4 sitzt sie unter Aufsicht im Hotel Kraft. Vielleicht kann sie auch. Zaubern? Nee, nee, mein Lieber. Bella, Bella, Bella Marie, vergiss mich nie. Draußen auf dem Meer. Deinem Mondenschein. Papa, ich hab was. Hey, Papa, mach auf. Das musst du dir unbedingt ansehen. Die Frau Hodenthal. Endlich fündig geworden. Naja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Der Eindruck täuscht. Dieser Mann ist eine Offenbarung im Bett. Wenn das so ist, freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Machen Sie sich keine Hoffnung. Der steht nur auf attraktive Frauen. Die nymphomane Produzentin der Rittershow. Hat leider ein Alibi. Aber schau dir mal das an. Das sind alles Amateurvideos. Bausch hat einen Wettbewerb für die Besucher des Parks veranstaltet, um sie mir zu beschaffen. Ist doch eigentlich ganz gemütlich. So. Wand an Wand. Findest du nicht? Pass auf. Das hier ist Louis' letzter Auftritt. Das ist es. Aber daran stirbt man nicht. Nein, natürlich nicht. Aber das Kostüm, was die Leiche trug, war nicht zerrissen. Das hier ist nicht Louis. Na da, guck mal, schau. Wer war dran? Die Verwaltung. Ich soll wegen der Abrechnung kommen. Ein gutes Versteck.
Schade. Zora, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich meine, vielen Dank für Ihr, ich meine, für Ihre Hilfe. Nicht so ungut. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann. Können Sie, wenn Sie noch einmal die Spacebahn für uns anwerfen. Eine Runde und Sie sind uns los. Tja, Lena, die Stunde der Wahrheit ist jetzt wohl gekommen. Sag mal, Papa, was wird das jetzt hier? Bevor wir nach Hause fahren, solltest du eines wissen. In deiner Wohnung. Was ist in meiner Wohnung? Tja. Also ich weiß auch nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich muss... Sie hat nicht angebissen. Mist. Das macht mich nervös, dass heute ein Wagen nach dem anderen auf Nimmerwiedersehen hier rausrollt. Wir brauchen das Kostüm. Weißt du was, Copper? Wir sollten Zora mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ja, hallo? Wer ist denn da? Die Luna fragt aus. Wer war dran? Die Verwaltung. Ich soll wegen der Abrechnung kommen. Ein gutes Versteck. Eine schöne Idee mit dem Rafting. Nicht wahr? Das hat Lena uns gerade reingeschickt. Zora Jeschke. Hübsch. Lena muss wissen, ob diese Frau schon zur Fahndung ausgeschrieben ist. Ihr Mann vermisst sie nämlich. So ein Zauberer. Wenn nicht, schreiben wir sie zur Fahndung aus. Gott, ist die Hilfe auch tot. Das arme Ding. Man muss mit allem rechnen. Lena meinte noch, sie und Copper
würden über Nacht im Park bleiben. Ja. Die Venus steht heute im dritten Haus. Also ich wieder nichts gesagt habe. Aber der Herr Kopper hat heute Morgen die Schlüssel von der Frau Odenthal hier abgeholt, weil er angeblich ein paar Sachen bei ihr unterstellen müsst. Kopper und Lena? Ja, ich hab's immer geahnt. Gott, gibt's doch nicht. Unser Adonis wurde mit einem einzigen Stich ins Herz getötet. 15 cm tief. Das passt zu dem Dolch, der an seinem Kostüm fehlt. Er hatte bei seinem Auffinden eine Körpertemperatur von 22 Grad Celsius. Daraus ergibt sich rechnerisch, dass der Tod etwa zwischen 14 und 15 Uhr erfolgt sein müsste. Das kann doch gar nicht sein. Der Tote hat doch noch bis 16 Uhr eine Vorstellung gegeben. Bist du sicher? Ganz sicher. Dafür gibt es Zeugen. Vielleicht ist der Tatort nachts extrem kalt. Jedenfalls ist er dann unmittelbar nach dieser Vorstellung umgebracht worden. Später kommt aufgrund der Temperaturanalyse eigentlich nicht in Frage. Na, wenigstens ein exakter Todeszeitpunkt, wenn sonst schon nichts klar ist. Und was ist mit dieser Haarlocke? Die stammt nicht von ihm. Die DNA ist weiblich. Aber die Haare von dieser Frau Reiche sind es auch nicht, da bin ich mir sicher. Kannst du mir den Befund faxen? Ausnahmsweise? Ungern. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Kann ich sonst noch was für Sie tun? Die Computerbilder, die bei den Fahrtaktionen von den Besuchern gemacht werden, werden die gespeichert? 2 Tage auf der Festplatte und dann werden sie gelöscht. Ich hätte gerne die von gestern Nachmittag nach 4 Uhr. Ja, gerne. Ach, und noch etwas. Es meldet sich ein Hauptkommissar Kopper bei Ihnen. Ich möchte, dass Sie ihn beim Personal einschleusen. Beim Personal? Cora! Was wollen Sie von mir? Die Tatwaffe wurde im Käfig bei Ihren Tigern gefunden. Was? Ich habe Louis nicht umgebracht. Sie muss es gewesen sein. Wer sie? Sora weiß. Ihre Frau hat im Gegensatz zu Ihnen ein Alibi für die Tatzeit. Und sie hat Louis geliebt. Streifenwagen kommt gleich. Tja, Meister, jetzt geht's ab ins Präsidium. Du warst mir vom ersten Moment an suspekt. Sie mir auch, Meister. Glauben Sie mir, ich hatte keine Ahnung davon, dass sie mich mit Louis betrügt. Als sie mitten aus der Show verschwunden ist, dachte ich, das ist ein böser Scherz. Irgendwann kam ein Anruf. Ich sollte in der Piratendeckung nachsehen. Von wem?
Ich weiß nicht. Klang wie Mickey Maus. Kenn ich. Luftballonglas einatmen und dann sprechen. Kommt gut. Und dann? Als ich in die Deko kam, lag Louis bereits tot da. Wenn es so gewesen wäre. Ich denke, dass Sie den Tod Ihres Bruders ziemlich gelassen hinnehmen. Gelassen? Was weißt du denn? Soll ich hier rumheulen oder was? Ich habe die letzten Jahre hier die Knochenarbeit gemacht. Die Pferde eingeritten, die Männer ausgebildet. Er hat sich einen Lenz gemacht. Ziemlich beschissene Arbeitsteilung. Findest du nicht auch? Was war nach der letzten Vorstellung? Hat Luca sein Pferd in die Hand gedrückt und ist verschwunden. In voller Montur. Mist. Sie hatten Eisen verloren. Das hat mich immer zur Weißglut getrieben. Wenn er mit dem Kostüm weg ist und ich es dann suchen konnte, wo er es hingeschmissen hat. Wir haben nur zwei. Und wenn das eine Kostüm nach der ersten Show nicht gleich gewaschen wird, dann ist es zur übernächsten Show nicht trocken. Ich hab's. Bringt das Glück? Wenn du dran glaubst. Louis wollte aussteigen. Was Neues anfangen. Ohne sie. Wer sagt das? Frau Reiche. Sie lügt. Louis wäre nie ohne mich weggegangen. Louis wollte aussteigen. Was Neues anfangen. Ohne sie. Wer sagt das? Frau Reiche. Sie lügt. Louis wäre nie ohne mich weggegangen. Und was soll mit Filou werden? Der frisst nichts mehr, seit Louis tot ist. Ins Tyrann. Und da geht er ein. Dann lieber gleich einschläfern lassen. Wenn man sein Herz an einen Idioten hängt. Hallo?
Ich bin... Wissen wir. Hat irgendjemand von Ihnen gestern Louis noch mal gesehen nach der Show? Wir können dir auch nicht mehr sagen als Thierry. Louis geritten und danach verduftet. Was könnte er denn in der Piratendekoration gemacht haben? Pinkeln. Sonderlich beliebt scheint Louis bei euch ja nicht gewesen zu sein. Louis war einer von uns. Und wehe, wenn ich den in die Finger kriege, der ihn abgestochen hat. Gerne. Ach, und noch etwas. Es meldet sich ein Hauptkommissar Kopper bei Ihnen. Ich möchte, dass Sie ihn beim Personal einschleusen. Beim Personal? Die Assistentin des Magiers ist doch verschwunden. Ihr Kollege als Assistentin? Ja, geht das überhaupt? Ich meine, rein optisch? Ich dachte eigentlich eher als Raubtierpfleger oder so etwas. Ja, sehen Sie denn einen Zusammenhang zwischen den Morden und... Mein lieber Bausch, wo bleiben die Verträge? Frau Reiche, Sie wissen jetzt ganz genau, dass ich... Ja, aber es eilt. Ich werde morgen in Paris erwartet. Den Schock haben Sie ja gut überwunden. Schließlich ist Ihr bestes Pferd im Stall tot. Tot und schon beim Abdecken. C'est la vie. Frau Unenthal, ich mache alles wie besprochen. Bitte entschuldigen Sie mich, bitte. 407 und die Telefonrechnung, bitte. Sie würden mich ja so gern festnehmen. Wann fragen Sie mich denn nach meinem Alibi? Frau Reiche, wo waren Sie gestern zwischen 16 und 17 Uhr? Allein? In meinem Zimmer? Ich würde Sie wirklich liebend gern festnehmen. Aber hätten Sie vielleicht erst ein klitzekleines Geständnis für mich? Ich habe noch nicht mal ein klitzekleines Motiv. Immerhin wollte Ihr Hengst den Stall wechseln. Ich war viel zu beschäftigt, um ihn umzubringen. Ich habe von kurz vor 4 bis 5 Uhr telefoniert mit meinem Anwalt in Frankfurt, Dr. Dankwart. Rufen Sie ihn an. Schönen Tag noch, Frau Hodenthal. Ja, Hodenthal? Herr Keller, also Frau Hodenthal, diese Frau Jeschke ist nicht vermisst gemeldet. Die Fahndung läuft jetzt auch auf der französischen Seite, so wie Sie es gesagt haben. Sehr gut. Der Mann von dieser Frau Jeschke ist übrigens bei uns im Computer. Ach. Eine Anzeige wegen Körperverletzung. Sie hat im August im Park einen zusammengeschlagen. Genau. Und Eifersucht. Gute Arbeit, Frau Keller. Danke. Ich melde mich wieder, ja? Was machen Sie da? Herr Bausch schickt mich. Ich soll für Sie arbeiten. Und deine Zauber als... Ich weiß, es war halbe Zeit. Jetzt komm. Los. Bald ist Winterpause. Komm. Magnus, hast du mich jetzt erschreckt? Dreh Shiva nicht den Rücken zu. Sie ist heute giftig. Das sehe ich. Wo warst du? Bei den Kaskadeuren. Heu holen für die Hasen. Unseres war aus. Magnus, bitte nicht jetzt.
bist schlecht geschminkt. Und meinen Jungs stoß ich Bescheid, das läuft nächste Saison runter. Ja, das will ich hoffen. Ich habe ihr Wort drauf, sonst muss ich mich nach anderen Angeboten umschauen. Was Besseres als meine Kaskadeure werden Sie nicht kriegen. Ich mache den Vertrag heute fertig und schicke ihn morgen zu Ihnen ins Hotel rüber. Hallo, mein kleiner Ritter. Muss ich den sprechen? Riech mal. Mein neues Parfum. Riecht nach Meer. Gehen wir ins Hotel rüber? Ich habe was anderes vor. Vielleicht ziehe ich was Eigenes hoch. Du und was Eigenes. Das einzig Eigene, was du hochziehst, ist dein Ständer. Vergiss es. Ich würde dich wie eine Laus zerquetschen. Oder glaubst du, Bausch würde mit dir Chaoten einen neuen Vertrag machen? Ich meine es ernst. Ich erwarte dich nach der Vorstellung in meinem Hotelzimmer. Darfst du mich um Verzeihung bitten? Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir meine wunderschöne Assistentin Sora. Jetzt, sehr verehrtes Publikum, lassen wir uns überraschen. Sie sind eine wichtige Zeugin im Mordfall Louis Mercier. Was? Sie wussten nicht, dass er tot ist? Nein. Sie hatten ein Verhältnis mit ihm? Und Sie hatten Angst vor Ihrem Mann? Wusste er davon? Magnus hätte mich umgebracht, wenn er gewollt. Hat er? Möglich. Warum sind Sie davongelaufen? Louis und ich wollten zusammen weg. Aber er ist nicht gekommen. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte, als er nicht kam. Seit wann kannten Sie ihn? Vor 10 Jahren haben wir uns kennengelernt. Ich war gerade 17. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und wann haben Sie Magnus geheiratet? Letztes Jahr. Ich hatte Probleme mit meinem Aufenthalt in Deutschland. Und dann ist Louis wieder aufgetaucht. Ja, dann. Und alles fing von vorne an. Heimlich.
Wissen Sie, Magnus ist wahnsinnig eifersüchtig und jetzt auch nicht. Er hat Charlie die Zähne eingeschlagen, ich weiß. Ich sag Ihnen was. Sein Bruder war es, der Neidhammel. Weil der nichts ist ohne Louis. Und Louis wollte sich von Thierry trennen. Und eine eigene Show hochziehen. Mit Thierry allein würde ich nie einen Vertrag machen. Louis wollte mir seine Entscheidung nach der Vorstellung mitteilen, aber er ist nicht gekommen, weil er schon tot war. Und Zossen und Zaster bleiben bei Thierry, wenn das kein Motiv ist. Woher wollen Sie wissen, dass er schon tot war? War er nicht? Jedenfalls ist er nicht gekommen. Haben Ihre Vertragsverhandlungen mit Louis im Bett oder am Schreibtisch stattgefunden? Am Schreibtisch auch. Noch nicht probiert? So ein Knackarsch lasse ich mir doch nicht entgehen. Bitte? Wir werden Ihre Aussage zu Protokoll nehmen. Und dann brauche ich noch ein paar Haare von oben. Von oben oder von unten? Ich nehme doch an, dass Sie Ihre Beine rasieren. Mhm. Die auch. Bitte sehr. Danke. Bitte schön. So ist vorbei. Dort ist der Ausgang. Ich möchte zu Zora. Zora? Warum? Das erkläre ich ihr lieber selber. Also. Kann ich mir einen Job aussuchen? Nix da, du wirst Raubtierfütterer. Eine schöne Idee mit dem Rafting. Nicht wahr? Das hat Lena uns gerade reingeschickt. Zora Jeschke. Hübsch. Lena muss wissen, ob diese Frau schon zur Fahndung ausgeschrieben ist. Ihr Mann vermisst sie nämlich. So ein Zauberer. Wenn nicht, schreiben wir sie zur Fahndung aus. Gott, ist die etwa auch tot? Das arme Ding. Man muss mit allem rechnen. Lena meinte noch, sie und Kopper würden über Nacht im Park bleiben. Ja. Die Venus steht heute im dritten Haus. Also ich wieder nichts gesagt habe. Aber der Herr Kopper hat heute Morgen die Schlüssel von der Frau Odenthal hier abgeholt, weil er angeblich ein paar Sachen bei ihr unterstellen müsst. Kopper und Lena? Ja, ich hab's immer geahnt. Gott, gibt's doch nicht. Unser Adonis wurde mit einem einzigen Stich ins Herz getötet. 15 cm tief. Das passt zu dem Dolch, der an seinem Kostüm fehlt. Er hatte bei seinem Auffinden eine Körpertemperatur von 22 Grad Celsius. Daraus ergibt sich rechnerisch, dass der Tod etwa zwischen 14 und 15 Uhr erfolgt sein müsste. Das kann doch gar nicht sein. Der Tote hat doch noch bis 16 Uhr eine Vorstellung gegeben. Bist du sicher? Ganz sicher. Dafür gibt es Zeugen. Vielleicht ist der Tatort nachts extrem kalt.
Jedenfalls ist er dann unmittelbar nach dieser Vorstellung umgebracht worden. Später kommt aufgrund der Temperaturanalyse eigentlich nicht in Frage. Na, wenigstens ein exakter Todeszeitpunkt. Wenn sonst schon nichts klar ist. Und was ist mit dieser Haarlocke? Die stammt nicht von ihm. Die DNA ist weiblich. Aber die Haare von dieser Frau Reiche sind es auch nicht, da bin ich mir sicher. Kannst du mir den Befund faxen? Ausnahmsweise? Ungern. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Kann ich sonst noch was für Sie tun? Die Computerbilder, die bei den Fahrtaktionen von den Besuchern gemacht werden, werden die gespeichert? Zwei Tage auf der Festplatte und dann werden sie gelöscht. Ich hätte gerne die von gestern Nachmittag nach 4 Uhr. Ja, gerne. Ach, und noch etwas. Es meldet sich ein Hauptgericht. Vielleicht seinen Spaß haben. Was glauben Sie, geilt einen Mann mehr auf als eine Frau, die er nicht kriegen kann? Louis hat ihr sicher alles erzählt, um sie weich zu kriegen. Und dann? Dann fickt sich's romantischer. Und das war's. Ich bin nicht zynisch. Nur realistisch. Aber wem sage ich das? Sie sehen auch nicht aus, als ob sie sich vollsitzen lassen. Hängen Sie sich nie an einen Mann. Auch nicht an so einen Bringer im Bett wie der von gestern Abend. Dann dreht man auch nicht durch, wenn man allein dasteht. Wie Sora. Sie war's, habe ich recht? Verdammt, ich kann's doch gar nicht gewesen sein. Ich habe ein Alibi. Der Hund irrt sich nicht. Ich habe Louis doch geliebt. Vielleicht gerade deswegen. Ich habe dich getroffen. Meine Schuld. Ich bin aus der Vorstellung abgehauen in die Piratendeko und habe da auf Louis gewartet. Als er kam, hat er gesagt, dass er nicht mitkommt. Ich dachte, nochmal überlebe ich das nicht. Und da hatte ich den Dolch in der Hand. Als ich merkte, dass er tot ist, bin ich auf einmal ganz kalt geworden. Ich wollte nicht ins Gefängnis. Deshalb bin ich für ihn mitgeritten und als Luna Parkmaus aus dem Park verschwunden. Thierry. Du wirst mich doch nicht verraten, oder? Was ist es? Aber daran stirbt man nicht. Nein, natürlich nicht. Aber das Kostüm, was die Leiche trug, war nicht zerrissen. Das hier ist nicht Louis. Na da, guck mal, schau. Abend. Morgen verstreut sich die Truppe in alle Winde. Es gibt alle Kostüme doppelt, sagt Thierry. Wenn der Tote das eine angehabt hat,
Dann muss sein Mörder das zweite angehabt haben. Und ist für Luis die Show mitgeritten. Aber warum reitet der Mörder verkleidet das Turnier mit? Nur damit Luis tot nicht gleich auffällt? Wir gehen die ganze Zeit von einem falschen Todeszeitpunkt aus. Fragen nach den falschen Alibis und so weiter. Ganz schön raffiniert. Ist das hier? Ich dachte, du wärst ein Einbrecher. Das dachte ich von Ihnen auch. Sind Sie okay? Wir suchen das Ersatzkostüm von Luis. Das suche ich auch. Wir hätten es dringend für die Show gebraucht. Das ist hier nicht. Darum wollte ich ja einen Luis Wohnwagen. Dann werden wir den jetzt mal unter die Lupe nehmen. Warum suchst du das Ersatzkostüm? Erinnern Sie sich an Ihren letzten Kampf mit Louis? Wir haben ein Video davon gesehen. Sie haben ihn am Arm getroffen. Allerdings war Louis zu diesem Zeitpunkt schon längst tot. Aber er ist doch nicht. Wenn Louis in der Show geritten wäre, dann hätte sein Kostüm... Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Daniele, die letzte Vorstellung dieser Saison. Da meine Assistentin Sora leider verhindert ist, begrüßen Sie mit mir meine bezaubernde Aushilfe, Mario. Ein Applaus für Mario. Ich habe dich gesehen. Aber da heute der letzte Tag ist und ich meinen Mitarbeiter ab morgen nicht mehr brauche, habe ich beschlossen, ihn auf offene Bühne zu zersägen. Eigentlich wollte ich Mario vor Ihren Augen schwinden lassen. Doch sein Gewicht widersteht selbst der größten Zauberkunst. Ich finde das überhaupt nicht komisch. Ist es auch nicht. Du bitte? Mann, Koffer, das sah verdammt echt aus. Dieser Fall ist so gut wie gelöst. Magnus war's. Ich wette, er hat seine Alte an die Kätzchen verfüttert. Er ist übrigens vorbestraft. Wegen Körperverletzung. In diesem Fall wäre es mir lieber, zukünftig als Zuckerwattenverkäufer arbeiten zu können. Danke. Tja, das geht leider nicht. Wenn ich das hier richtig deute, dann hat Charlie Magnus den Tatort gesehen. Und will ihn wohl damit erpressen. Du darfst Magnus jetzt nicht mehr aus den Augen lassen. Wo sollst du noch unseren einzigen Zeugen verschwinden? Du solltest einen Gebärdendolmetscher einfordern, um diesen Charlie zu interviewen. Ich bin mir sicher, Magnus hat Louis und seine Frau umgebracht. Das mit Louis leuchtet ein, aber Zora? Magnus hat ein Alibi. Er stand auf der Bühne, vor 300 Leuten. Sicher war ein Trick dabei. Unter? Friedrich hier. Guten Tag. Ich habe Neuigkeiten. Man hat gerade die vermisste Zora Jeschke gefunden. Tot oder lebendig? Ziemlich lebendig. Auf dem Weg nach Paris. Okay, danke.
Hallo. Ja, was ist los, alter Junge? Hey, viel Lohn, Verräter. Ich wollte Luise überraschen. So. Bist du verrückt geworden, wenn er dich hier sieht? Wirklich? Mit Haut? Und Haar? Das ist der Tag. Morgen Abend sind wir schon in Paris. Nur du und ich. Hoffentlich. Was hoffentlich? Wenn ich später komme, dann geh schon voraus ins Hotel. Wieso kommst du? Ich habe noch was zu erledigen. Mit Frau Reichel. Hey, was schleichst du hier rum? Dein Kostüm. Es muss in die Wäsche. Nerv nicht, ich bring's ja nachher. Ich bring's gleich. Das war doch Zoras Stimme.